Tiere bewegen sich aus genau drei Gründen. Sie jagen oder suchen Futter, sie müssen flüchten oder sie wollen sich fortpflanzen. Der Mensch ist auch ein Tier und er bewegt sich aus den gleichen Gründen. Jagd und Futtersuche sind heute aber einfach geworden. Flüchten müssen wir selten und für die Fortpflanzung bewegen wir uns etwas anders. Weil Bewegung aber gesund ist, machen wir Sport. Und ein Tier, das nicht mehr jagen oder flüchten muss, das beschäftigt mir entsprechend. Brandschutzfachleute haben früher noch ganz viele Gründe, um in Bewegung zu sein. Diese Gründe nehmen ein bisschen ab, weil vieles ist heute über Mobiltelefon und Apps möglich geworden. Um ein Event beurteilen, also wenn es jetzt für einen Alarm oder eine Störung gibt, musst du halt dann gleich irgendwann vor Ort sein, um klar zu sehen, ist jetzt etwas oder ist jetzt nichts und wo ist jetzt vielleicht das Problem. Dann geht es nicht mehr, aber alles andere und mitverfolgen kannst du das auch aus der Ferne. Mal schauen, was ist es für eine Störung, ist es überhaupt relevant oder muss ich jemanden organisieren, einen Techniker muss ich dem anrufen, dass er kommt oder vielleicht merkt ja auch die Firma, die es installiert hat, dass sie muss kommen. Spielen wir mal ein paar Szenarien durch, was mit App möglich ist und was nicht. Also die Anlage muss immer funktionieren, aber man kann natürlich Ausschaltungen machen von ein paar Meldern, von einer Meldergruppe, die jetzt zum Beispiel geschaffen wird. Das kann man aus der Ferne machen. Es muss aber dann allerdings jemand vor Ort sein, der Sicherheitsmaßnahmen einleitet, der schaut, ob es jetzt in diesem Bereich vielleicht ein Brand entsteht und dann halt einen Handfeuermelder drückt oder der Feuerwehr anruft. In einem Brandfall oder in einer Störung muss jemand vor Ort sein und muss kontrollieren, was da los ist. Im Brandfall wartet auch die Feuerwehr eigentlich darauf, dass dann der Mensch vor Ort kommt, die Person, die zuständig ist und die Anlage wieder zurückstellt und quasi den Betrieb wieder übernimmt. So eine App kann auch mit anderen Gewerken zusammenspielen. Also da gibt es Möglichkeiten, wo man kann Videokameras verwenden kann, um zum Beispiel einen Handfeuermelder zu überwachen. Also wenn der ausgelöst wird, dann gibt es eine Interaktion und die Videokamera schaltet das Bild auf. Das ist möglich, selbstverständlich, dass man so Kombinationen machen kann. Und es gibt auch eine Plattform, die heisst Building X bei uns, wo man dann die ganzen Themen eigentlich zusammenfasst für den Endkunden. Man kann selbstverständlich dort innen auch Komfortanlagen sehen, Heizung, Lüftung, Klima, Videosystem oder Einbruch, Zutrittssystem. Die sind auch möglich sichtbar zu machen auf diesen Plattformen und das bringt eigentlich den Vorteil, dass man plötzlich wieder alles auf dem gleichen System hat. Also spannend ist natürlich, dass man viel mehr Überwachung hat durch das, dass man Daten in die Cloud überkommt von der Brandmeldeanlage. Jeden Event wird dort abgespeichert und man kann natürlich dort wieder Sachen rauslesen. Man kann zum Beispiel schauen, gibt es irgendwie so Voralarme, die dann nicht zu einem Alarm geführt haben, muss man dort vielleicht in diesem Raum eine Anpassung machen. Aufgrund von dem, man kann die Überwachung von automatischen Tests von der Brandmelder oder von Komponenten von der Brandmeldeanlage kann man dann rausholen aus der Cloud. Man kann das Soiling Level überwachen von diesen Brandmeldern, so weiss man eigentlich, dass sie in einem halben Jahr vielleicht austauscht werden. Das sind natürlich Möglichkeiten. Oder man kann Kombinationen von diesen Events, die ankommen bei uns in der Cloud, die kann man wiederverwenden, um dem Kunden eine Hilfestellung zu bieten, zum schauen, der hat eine Ausschaltung oder eine Störung, die schon länger ansteht. Und dann können wir ihm anrufen und sagen, können wir dir helfen? Sprich, die Rechtssicherheit nimmt zu? Ja, genau. Genau, das haben wir bis jetzt natürlich auch können. Dann haben wir aber müssen auf die Anlage, haben müssen dort die Speicher auslesen. Und ich bin auch schon auf Anlagen gewesen, wo man halt das nicht mehr können, weil das Gebäude abbrennt ist. Entweder ist die Zentrale voll Wasser gewesen, oder sie ist verbrannt. Und in beiden Fällen kann man dann die Speicher nicht mehr abholen. Und das alles, was vorher noch hat können übermittelt werden auf der Cloud, das haben wir halt. Oder? Eine verordnete Bewegungstherapie brauchen Brandschutzfachleute aber nicht. Ja, absolut. Also absolut. Weil die werden nach wie vor auch mit künstlicher Intelligenz, wenn das kommt und wenn das mehr überhand nimmt, werden die trotzdem noch müssen die Lösungen, die kreiert werden durch KI, überprüfen. Weil es braucht einfach dort noch jemanden, der Bescheid weiss. Also ich glaube, denen geht die Arbeit nicht aus. Mehr zum Thema lesen Sie unter safety-security.ch.